So, da sind wir wieder bei Pokémon Ultramond und Fabian hat jetzt einiges zu erzählen. Was? Was um alles in der Welt? Wie konnten diese Kinder mich... Einfach sagen Haftroplay. Dabei ist Fabian doch so stark. Also noch einmal. Stell dich nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist. Ist ja schon gut, auf dich allein gestellt zu sein, hat dich wirklich abgehärtet und ganz schön zynisch gemacht. Aber gut, wäre ich auf der Suche nach Cosmog, würde ich wohl ins Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss, sagst du? Das erinnert mich an irgendwas... Ach ja, meinte Pia nicht... Diese Erschütterung neulich sei aus dem Untergeschoss gekommen? Was in der Welt treibt ihr da unten? Das wüsstest du wohl gerne, was? Ich habe ja aus verlässlichen Quellen gehört, dass dort unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine andere Welt ebnen sollen. Ich habe keine Zeit für deine kryptischen Andeutungen. Schalte für uns den Aufzug frei. Aber sicher doch, das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Troplay, Tali, sobald ihr bereit seid, geht's los. Könntet ihr noch vorher meine Pokémon heilen? Also, seid ihr bereit? Nein. Lasst euch bitte nicht zu viel Zeit. Okay. Macht schon, hinunter mit euch. Meine Freundlichkeit ist nicht grenzenlos. Ich will erst mein Pokémon heilen. Kann ich das hier irgendwo heilen? Oh. Lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Ha. Dein Pokémon geht es wieder richtig gut. Ein Zutritt für Unbefugte. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ja, wir sind bereit. Dann lasst uns gehen. Hat sich nicht viel verändert. Ist ja auch erst 2 Jahre her. Wow, das sieht aus wie eine Geheimbasis. Nicht so laut, Tali. Es freut mich, dass du dir nicht vor Angst in die Hosen machst, aber wir müssen Ruhe bewahren. Was machen wir jetzt? Hinter dieser Tür befindet sich ein Gang mit 2 Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte davon liegt. Ihr beiden kümmert euch um das Geheimlabor B, das liegt am Ende des Ganges. Wieso müssen wir die anderen Labor nehmen und warum kennst du dich hier überhaupt aus? Seid auf der Hut, ich bin mir sicher, dass Fabian schon den halben Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Aber anscheinend bekommt es Gladio auch mit der Angst zu tun. Hier, Troplay, das ist für dich. Oh, Topbeleber, danke. Lilly braucht unsere Hilfe, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Also wir müssen rechts lang, da sind nämlich dann 2 Labore. Okay. Gut, ja. Hi. Stehen geblieben, Eindringling. Niemand betritt unbefugtes Geheimlabor. Also, jetzt ist die... Das ist alles hier am Dampfen. Also, die sind gewarnt, definitiv. Ein Slimog. Ach, geh. Ein Slimog, die eine... Die Weiterentwicklung von einem Slimer. Ah, dann nehmen wir doch mal die Nitro-Ladung. Oh, der hat ganz schön viel aus. Dann nehmen wir den Feuerzahn, komm. Vielleicht schreckt er noch zurück. Ah, okay, wurde besiegt. Hat sich erledigt. Schön. Interessant. Sieht so aus, als hätte ich verloren. Ach. Nur Forscher wie hier haben hier Zutritt. Jetzt bin ich an der Reihe. Dann will ich dir mal meine kleine Kostprobe unserer Forschungsarbeit geben. Oh, jetzt geht das so los. Und sowas hasse ich immer bei Pokémon. Wenn man nicht wirklich so ein bisschen so einen kleinen Augenblick Ruhe hat, um da gegebenenfalls, keine Ahnung, auf Toilette zu gehen oder so. Klar, jetzt sitze ich hier halt vom Rechner, aber... Ne? Magneton. Das war auch, glaube ich, Feuer, was da effektiv war. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wir probieren es erstmal mit einer Nitro-Ladung. IX-Spezialverteidigung. Hat nicht geholfen.
komm, machen wir noch einen Flammenwurf hinterher. So. Danke. Danke, danke, danke. Bei meinen Pokémon-Kampfkünsten ist kein Fortschritt zu verzeichnen. So, jetzt kommt der nächste. In diesem Labor befassen wir uns mit der Entwicklung neuartiger Pokébälle. Mit unserer neuesten Errungenschaft lassen sich sogar Pokémon fangen, die nicht in Alola heimisch sind. Lass mich raten, was dich herführt. Du suchst Cosmox, stimmt's? Wenn du wissen willst, für welches Experiment wir es benutzt haben, musst du mich erst besiegen. Ihr Schweine, einfach ein Pokémon für irgendwelche Experimente benutzen. Aber ich dachte, ihr mögt Pokémon. Porygon 2. Was? Eine Quietscheente, die fliegt. Okay, wir haben jetzt ja eine Quietscheente, die fliegt. Download von Porygon wirkt. Was hast du runtergeladen? Quietscheente schmilzt mit meiner Nitroladung. Okay, ist kein Plastik, ist keine Quietscheente. Magnetflug. Okay, schwebt aufgrund von Elektromagnetismus. Ja, gut. Dann dunkles Lariat. Vielleicht hilft das ja. Hilft ja in Magnetismus nichts mehr. Vielleicht doch. Und tschüss. Interessant, du hast tatsächlich gewonnen. Dieses Ergebnis hatte ich nicht einkalkuliert. Schön, ne? Also ich habe jetzt nicht einmal Schaden genommen bei den ganzen drei Kämpfen, aber Hauptsache, sie haben einen auf dicke Hose gemacht, ne? Finde ich schon ein bisschen merkwürdig, aber naja. Cosmog ist das letzte fehlende Puzzlestück, der Schlüssel zur Öffnung der Ultrapforte. Deshalb haben wir diese Experimente durchgeführt. Ja, jetzt bist du alleine. Ganz locker genommen. Mal sehen, ich denke, Tali ist in das Labor ganz hinten im Gang. Ja, ach. Also wir müssen da rein. Was wollt ihr Kinder denn hier? Fasst ja nichts mit euren schmutzigen Fingern an. Unsere Forschungsarbeit ist unser Leben. Da kenne ich auch bei Kindern keine Gnade. Alter, Tali ist hier reingestürmt. Ich habe noch freundlich geklopft. Und ich habe noch nichts angefasst. Oh. Habe ich jetzt Tali auf meiner Seite, oder? Okay. Hat Tali jetzt echt einen Reitschuh geworfen? Ich glaube, dadurch, dass Wasser-Pokémon sind, brauche ich da gar nicht viel was machen. Dagana bis Ala bis. Okay. Oh. Okay, der hat sich schon mal erledigt. Das war schnell und einfach. Sein Reitschuss bei weitem stärker als meins. Oh. Nass Schweif. Autsch. Das war sehr effektiv, das habe ich auch festgestellt. Reitschuh, ich hoffe mal, dass du ihn jetzt platt machst, aber... Was, warum rufst du Raichu zurück? Aquana, hast du sie noch alle? Hat er jetzt gerade echt sein Pokémon zurückgerufen, damit ich noch meine... egal. Flammenblitz zu erlernen. Macht einen Flammenblitz. Anwender hüllt sich in Flammen und stürmt auf das Ziel zu, das durch eventuelle Verbrennungen erleidet. Anwender nimmt selbst großen Schaden. Oh.
Kategorie normal. Ja. 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 Nee. Kantattacken behalten. Das ist mir zu riskant. Mag etwas abgedroschen klingen, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Schöne Worte allein reichen nicht, um eine neue Welt zu erschaffen. Verstehst du das, was ich meine? Ich erforsche die Pokémon ja lediglich. Kämpfen liegt bei mir nicht so sehr. Die Kollegen aus Labor hingegen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Ist aber auch kein Wunder bei der gefährlichsten Pokémon-Art, die sie erforschen. Genug davon, wo steckt Lily und Cosmog? Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir euch nach einer Niederlage nichts. Na, hier sind sie jedenfalls nicht. Was ihr wohl aber auch selbst sehen könnt. Toll. War ja klar. Aber Trouble, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir ja doch irgendeinen Hinweis auf ihren Verbleib. Wie offensichtlich. Ether bricht zu den Ultrapforten. Hinter den von Professor Mohn entdeckten Ultrapforten scheinen sich andere Dimensionen zu verbergen. Der Nachweis von Veränderungen der Masse in jene Dimensionen deutet auf die Existenz von neuen Lebewesen hin, die Ähnlichkeiten mit Pokémon aufweisen. Wir bezeichnen diese Wesen vorläufig mit dem Arbeitsnamen Ultrabestien. Ether bricht zu Cosmog. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultrabestie aus einer anderen Dimension, der Ultradimension, ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert, die sodann eine Ultrapforte öffnet. Wahrscheinlich, um ihn zur Flucht zu verhelfen. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstanten Stress setzt und die Ultrapforte dauerhaft offen hält. Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultrabestie? Das müssen wir Gladio erzählen. Ja. Schön. Ist hier noch ein Sticker? Nein, kein Sticker. Sticker? Sticker? Da oben? Nein, nein. Okay. Kein Sticker. Und irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog. Mal sehen. Es ist eventuell ein Ultrabestie und wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultrapforte. Das muss so eine Art Abwehrmechanismus sein. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt. Deshalb ist Lily mit Cosmog abgehauen. Wahrscheinlich konnte sie einfach nicht anders. Sie ist viel zu gutherzig. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss das gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladios Stärke, oder? Ich frage mich, ob er das absichtlich macht, um cool zu wirken. Egal, wir sollten ihm folgen. Schließlich stecken wir alle in demselben Schlamassel. Los, zurück zum Aufzug. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Kann ich da jetzt rein? Tatsache. Aber auch hier ist kein Sticker. Aber da ist ein Pokéball. Top Genesung. Na, den hätte ich ja beinahe übersehen. Hallo? Eingang. Proplay. Ich wusste, Fabian hat noch einen Ass im Ärmel. Was sollen wir nur machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns in den Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, so schnippisch zu werden. Nicht einen Schritt weiter, das ist ein Befehl von Regionalleiter Fabian. Wie glaubt ihr nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst? Oh, Trouplay, die können wir nur im Team erledigen. Habe ich jetzt ein Dreier-Team? Ernsthaft? Ein 3-on-3? 2-on-2? 2-on-2, okay. Lilip und Anorit. Okay, Raichu, Fuegro. Auch wieder eine gute Kombo. Was? Ich habe wieder voll Energie. Finde ich gut. Oh, ist alles wieder voll. Bin ich ja noch besser.
Anorid ist es effektiv und Lilip ist es effektiv. Dann nehmen wir den Anorid. Ach, nicht schon wieder du. Mein Pikachu. Nitro-Ladung. Oh, warum macht denn... Energieball. Und der wieder hundertprozentig gegen mich, ne? Warum gegen mich? Warum nicht gegen Tali? Hätten der holt jetzt wieder sein Pokémon zurück? Ach, braucht er gar nicht, weil ich in der Initiative bin, oder was? Lutscher. Und tschüss. Ja. Das war eine wahre Glanzleistung. Ich bin völlig geblendet. So sind die Kinder. Die Inselwanderschaftschamp werden wohl wollen, also. Hä? So sind die Kinder. Die Inselwanderschaftschamps werden wollen, also drauf. Ihr macht mir ja richtig Angst. Sind die Kinder in Alola wirklich so stark? Was macht die Inselwanderschaft aus ihnen? Und jetzt aus dem Weg. Puh, danke Truple und natürlich auch Fuegro. Wenn man seinen Partner-Pokémon besser versteht, kann man selbst im Kampf Spaß haben. Die man auf keinen Fall verlieren darf. Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali beim Dome Royale gesagt hat, ist da vielleicht doch etwas Wahres dran? Das ist doch... Gladio... Ja, du bist es wirklich. Ja, Tali voll verwirrt. Ihr kennt euch? Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Proplay, Tali, lasst mich eure Pokémon wieder fit machen. Die waren doch gerade erst fit. Gladio, kannst du mir sagen, wo Lilly steckt? Sie müsste bei dem Präsidenten sein. Danke, das war's auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Präsidentin? Das ist doch Samantha, oder? Sie wird uns bestimmt zuhören, sie ist sehr nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr, die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Also Leute, im nächsten Part spielen wir Panzerknacker oder Türknacker. Ich bedanke mich ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer True, haut rein. Tschüss.